Irgendwo tief im Wald liegt mein Haus und mein Labor. Und damit niemand kommt, mein Geheimnis entdeckt, hab ich eiserne Türen davor. Was sich hinter den Türen verbirgt, wollen Sie sehen? Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Der Schock wird Ihnen sicher den Magen verdrehen. Doch das ist nicht meine Schuld. Sie kennen doch sicher Herrn Frankenstein, den Herrn mit dem blassen Gesicht. Er schlug vielen Bürgern die Birne ein, denn die Autobahn gab es noch nicht. Und bevor jemand kommt und den Unfall entdeckt, habe ich schon die Leichen geklaut. Und das Ganze wird sorgsam im Keller versteckt. Davon werden meine Monster gebaut. Ich bin der Urenkel von Frankenstein. Mein Geschäft geht wirklich sehr gut. Meine Kunden können zufrieden sein. Die Regierung braucht frisches Blut. Ich bin der Urenkel von Frankenstein. Und ich bitte um Diskretion. Denn ich richte mein Labor schon langsam ein auf eine Menschenmassenproduktion. Auf eine Menschenmassenproduktion. Ja, nur von allerhöchster Stelle bekomme ich meine Aufträge. Meine Modelle sind krisenfest, arbeitsam, anspruchslos und natürlich nicht traurig. Alles in allem fast vollkommene Geschöpfe. Fast! Und zum Frühjahr kommen die neuen Sommermodelle heraus. Und dann fröne ich hin und auch wieder mal meine alten Leidenschaft. Und dann bastle ich mir so von Fall zu Fall ein Geschöpf voller Schönheit und Kraft. Wenn sich Säure und Blitz im Kreislauf vereinen, überströmt mich ein heißes Gefühl. Und steht dann mein Liebling auf eigenen Beinen, bin ich nah am göttlichen Ziel. Dann bin ich der, von dem auch mein Enkel sagen wird, er war ein Genie. Nun zu meinem Haustierchen, komm her, kleiner Liebling, komm zu Herrchen. Ist er nicht süß, dieser kleine Racker? Pussy, Pussy. Ich bin der Urenkel von Frankenstein. Mein Geschäft geht wirklich sehr gut. Meine Kunden können zufrieden sein. Die Regierung braucht frisches Blut. Ich bin der Urenkel von Frankenstein. Und ich bitte um Diskretion. Denn ich richte mein Labor schon langsam ein auf eine Menschenmassenproduktion. Auf eine Menschenmassenproduktion. Großpapa wäre stolz auf mich, denn ich vollende sein Lebenswerk. Nur bessere Mittel verwende ich. Gegen mich wäre er ein Frankensteinzwerg. Was sich früher mit mühsamer Kleinarbeit zum Endresultat verquickt, braucht heute kaum die halbe Zeit. Uropa wäre entzückt. Die Leber, die Lunge, die Nieren und noch mehr brauch ich mir aus Kunststoff und Kitt. Dies alles verringert den Aufwand sehr. Ersatzteile liefere ich mit. So, meine Herrschaften, stellen jetzt Jonas vor. Er ist in einer meiner Sternstunden entstanden. Jonas, sagt den Herrschaften guten Tag. Ich bin der Urenkel von Frankenstein. Mein Geschäft geht wirklich sehr gut. Meine Kunden können zufrieden sein. Die Regierung braucht frisches Blut. Ich bin der Urenkel von Frankenstein. Ich bitte um Diskretion. Denn ich richte mein Labor schon langsam ein auf eine Menschenmassenproduktion. Auf eine Menschenmassenproduktion. Oh, oh, oh. Nanuchen, Nanuchen. Das darf aber nicht vorkommen. Jonas! Wo steckt denn bloß der Bengel? Jonas! Meine Batterie lässt nach. Jonas! Meine Batterie ist alle!